Ex-US-Präsident Donald Trump hat nach dem historischen Schuldspruch im Schweigegeldprozess laut eigener Aussage umgerechnet fast 50 Millionen Euro an Spenden erhalten. Trumps Kampagnenteam spricht von einer Welle der Unterstützung von Patrioten im ganzen Land. Die Spendeneinnahmen entsprechen mehr als 2 Millionen Dollar pro Stunde. Trump war am Donnerstag als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden. Gut 5 Monate vor der Präsidentenwahl in den USA befanden die Geschworenen den 77-Jährigen im Schweigegeldverfahren in allen 34 Anklagepunkten für schuldig. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Nach dem Schuldspruch veröffentlichte seine Kampagne einen Spendenaufruf mit dem Titel »Ich bin ein politischer Gefangener«. Die Spendenseite stürzte kurz nach dem Start für etwa eine Stunde wegen des großen Ansturms ab. Der 77-Jährige wird voraussichtlich bei der Präsidentschaftswahl am 5. November für die Republikaner gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden antreten.